Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind und begrüße Sie sehr herzlich zum Vortrag von Herrn Dr. Roman Rabinowitsch in der Reihe Kunstbewusst der Freunde des Walraf-Richards-Museums und Museum Ludwig. Und es ist mir eine sehr große Freude und Ehre, dass er aus Wien gekommen ist, um heute seinen Vortrag zu Sprachenfinden zu halten. Und bevor ich ihn einführe, möchte ich gerne den Bezug zur Ausstellung von Boris Keitzmann mit seiner Ausstellung Grünanlage herstellen, anlässlich dieser Vortrag stattfindet. In seiner Ausstellung thematisiert der in Tel Aviv geborene und seit 1993 in Köln lebende Künstler Boris Keitzmann auf verschiedenen Ebenen die Bedeutung und den Umgang mit Sprache. Deutsch, Hebräisch, Jiddisch und Esperanto tauchen in der Videoinstallation auf und verschränken Gegenwart und Vergangenheit. Zugleich schafft Keitzmann Sprachbilder in Gedichten und eine Sprache der Videobilder, die zum Entziffern aufruft. Der Künstler sieht Sprache als Grundlage aller Künste, also nicht nur der Literatur, sondern auch der bildenden Kunst und Musik. Und dieser Schwerpunkt auf Sprache und Literatur erfährt in der Ausstellung durch seine Kooperation mit der Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums, Germania Judaica, eine bedeutsame Erweiterung. Sie erhält nämlich auf Dauer der Ausstellung eine temporäre Dependance mit 1700 Büchern im Museum Ludwig. Und wenn Sie die Ausstellung gesehen haben, dann haben Sie sicherlich dieses prägnante Bild vor Augen. Auf der einen Seite eben diese 1700 Bücher auf den alten Regalen der Stadtbibliothek hier in Köln und auf der anderen Seite die 7 großen Videoprojektionen mit den 16 Videos. Aus Anlass der Ausstellung wird nun der Historiker, Essayist und Literat Dr. Roman Rabinowitsch über sein eigenes Werk sprechen. In Tel Aviv geboren und in Wien aufgewachsen, hat er ein vielschichtiges Werk geschaffen, in der historische Forschung und fiktive Literatur nebeneinander stehen. Dabei eröffnet ihm das literarische Schreiben die Möglichkeit, Gegenwart und Vergangenheit in ihrer gegenseitigen Durchdringung zu entfalten. Erkenntnisse finden zum Ausdruck, bevor sie als solche ins Bewusstsein treten. Die vermeintliche Fiktion holt die Gegenwart ein, oder wie es Herr Rabinowitsch formuliert, die Literatur kann, Zitat, erzählen, wie es gewesen sein wird. In seinem heutigen Vortrag zu Sprachenfinden erkundet der Autor, wie vielfältig Sprache von Anfang an ist und wie unterschiedlich die eigene Identität erfahren werden kann. Wie er hervorhebt, war Deutsch für ihn nie eine selbstverständliche Sprache. Er erlernte sie, nachdem er mit seiner Familie aus Tel Aviv nach Österreich übersiedelte und er in der postnazistischen Gesellschaft Wiens aufwuchs. Von Dr. Doron Rabinowitsch sind viele Publikationen erschienen, zum Beispiel 2010 der Roman Andernorts und 2017 Die Außerirdischen, seine historische Forschung Instanzen der Ohnmacht, Wien 1938 bis 1945, Der Weg zum Judenrat, publizierte er 2000. 2013 realisierte er am Burgtheater Wien Die letzten Zeugen mit Überlebenden der Shoah in Kooperation mit Matthias Hartmann. 2018 schrieb er nach einer Idee von Florian Klenk das Drama Alles kann passieren, ein Polittheater. Es kam ebenfalls im Burgtheater zur Aufführung. Und zuletzt erschien die Aufsatzsammlung Neuer Antisemitismus, Fortsetzung einer globalen Debatte, eine Neuauflage dieses Buches. Die hat Herr Rabinowitsch gemeinsam mit Christian Heilbronn und Nathan Snyder herausgegeben. Und es erschien Ili Rabinowitsch zu Sprachenfinden. Auch wirklich eine wunderbare Publikation. Und ich denke, wir werden darüber heute Abend auch noch mehr erfahren. Herr Rabinowitsch wurde unter anderem mit dem Clemens Brentano-Preis 2002 ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhielt er den Jean-Marie-Preis. 2010 den Anton-Wildkanz-Preis und 2015 den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken. Und nun freue ich mich sehr auf seinen Vortrag zu Sprachenfinden. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Herrn Dr. Rabinowitsch. Danke.
Danke vielmals für die einleitenden Worte und vielen Dank auch für die Einladung. Die Werke von Boas Keizmann, soweit ich sie kenne, erzählen uns von einem Dasein jenseits aller Heimatlichkeit. Boas Keizmanns Arbeiten leben vom Imperfekt, von jener Mitvergangenheit, die unabgeschlossen in unsere Gegenwart ragt, von Erinnerungen und Assoziationen, die aufgescheucht werden. Sie vermögen uns zu befremden, bis uns ganz eigen wird. Wer den Sätzen folgt, taucht ein in die Handlung und will lesen. Keizmanns Kunst sucht das Fragmentarische, denn nichts Ganzes ist es noch, in dem wir leben und das wir erleben. Er lässt uns die Klangwelt zwischen den Sprachen hören und beweist dadurch auch, das eigentliche Wesen entstammt dabei dem Gewesenen, ja, dem Verwesenden. Mich macht auch aus, wie ich zu dem wurde, der ich bin. Doron Rabinowitsch, ich bestehe auf meiner Identität, da ich mich nicht verleugnen will. Es ist nicht einerlei, was meiner Familie einst widerfuhr, was meinen Verwandten geschah, prägt noch mein Leben. Ich verstummte. Es heißt, ich hätte zu sprechen aufgehört. Dem Zweijährigen, der ich war, so klagte meine Mutter, verschlage es die Sprache, wenn der Vater fort sei. Er, der Handelsagent und Geschäftsmann, war immer wieder beruflich unterwegs. Der Bub verweigere dann zu reden. Ich soll am Balkon gesessen sein, um nach Vater Ausschau zu halten, sei am Strand fremden Männern, die ihm ähnlich sahen, nachgelaufen und habe gerufen, aber, womit auf Hebräisch eben Papa gemeint ist. Ich vermisste ihn. Mutter meint, ich sei aufgelebt, wenn er aus fernen Ländern wieder zurückgekommen war. Sie glaubte, ich habe dann immer zurück zu den Worten gefunden und im Grunde wäre das auch nicht weiter verwunderlich. Nichts war so aufmunternd und nichts so beruhigend wie das Lächeln dieses Mannes, der einen anstrahlte voller Zuversicht, wobei seine braunen Augen in diesen Momenten sich verengten, wie wir es sonst nur von Asiaten kennen. Sein ganzes Antlitz wurde dann zu einem Emblem der Freude, ein Buddha im höchsten Glück und eine Lebenskraft, die alle in seiner Umgebung anstecken konnte. Vor allem war da die unerschütterliche Liebe zu seinen Nächsten, zu seiner Familie, die Hingabe für Fanny, seine Mutter, seine Treue zu Hannah, zu seiner jüngeren Schwester, über die er nie irgendetwas kommen ließ, vor allem seine innige Verehrung und Verbundenheit für seine Frau, für Lucienne, Susanne oder auch Shoshana Rabinowitsch. Doch ebenso seine Begeisterung für uns, seine Söhne. Denn er war ungeheuer stolz auf uns und dennoch nie zufrieden, sondern erwartete sich mehr noch, als wir je zustande bringen hätten können. Diese Hoffnung auf uns war zugleich ein Glauben an uns, der ihn mit meiner Mutter verband. Denn wir waren ihre kleinen Engel und das Zentrum ihres gemeinsamen Bekenntnisses zur Familie. Vaters Zuversicht spornte meinen Bruder und mich besonders an und wirkt letztlich sogar bis heute nach. Obgleich wir längst alleine verantworten, uns für unseren Erfolg anzustrengen. Der Fleiß, ja, die Perfektion, die etwa meinen Bruder in seiner medizinisch-wissenschaftlichen Karriere prägt, stammt zweifellos aus jenen Kindertagen und von dem aufopferungsvollen Bemühen der Eltern. Nichts, was wir beiden Brüder je taten, konnte seine Wünsche für uns vollends stillen, denn immer wuchsen seine Erwartungen mit unseren Leistungen, was uns dem Gefühl und dem ständigen Druck auslieferte, wir könnten nie genügen. Doch zugleich muss ich bekennen, dass wir nie Angst haben mussten, durch ein Scheitern das zerstören zu können, was seinen Enthusiasmus für uns ausmachte. Bis ans Ende seines Lebens sammelte er Artikel und brachte sie uns mit, wenn er meinte, sie könnten uns unter Umständen in unserem Fach helfen. Er steckte meinem Bruder, dem Professor der Gynäkologie, bis zuletzt oberflächliche Zeitungsberichte über sein eigenes Fachgebiet zu. Er fragte mich, ob ich bereits einen journalistischen Beitrag über historische Themen kannte, über die ich wissenschaftlich geforscht hatte.
Er sammelte Rezensionen zu meinen Büchern. Ja, er war unendlich stolz auf uns. Und nicht erst seitdem wir mit unseren Arbeiten Anerkennung gefunden hatten. Bereits als Kleinkind war es nicht anders gewesen. Jeder Unsinn, den mein Bruder oder ich am Mittagstisch vorbrachte, wurde mit einem Lächeln der Bewunderung begrüßt, weil einer der zwei Kleinen einen Gedanken ausgesprochen hatte, der allein deswegen interessant war. Ist es dann ein Wunder, wenn ich nicht mehr reden wollte, sobald dieser Mann mit seinem unerschütterlichen Optimismus für Wochen verschwand? Oder könnte meine Mutter sich geirrt haben, wenn sie mein Schweigen als eine Sehnsucht nach Vater oder gar als Protest interpretierte? Immerhin wurde gesagt, ich hätte, wenn Vater wieder da gewesen war, durchaus gesprochen und zu den Worten gefunden. Ich war nicht unterentwickelt. Ich schwieg nicht, weil ich mich nicht ausdrücken konnte. Es heißt, ich wollte bloß nichts mehr sagen. Ich verschlummte. Ich zog mich zurück. Ich war zudem langsam. Zumindest in handwerklichen und alltäglichen Arbeiten ein Trödler. Jedenfalls in den Augen der anderen in der Familie, denn ich war ja der Jüngste. Der typische Nachzügler, dem alles abgenommen wurde. Es dauerte, bis ich mir selbst die Schuhe band. Ich wurde dennoch immer begabt genannt. Alle waren von meiner schieren Existenz begeistert. Und jeder Satz, den ich von mir gab, wurde bewundert. Doch zugleich war ich der verhätschelte Benjamin, dem jeder Handgriff abgenommen wurde. Vielleicht hätte mir dem Kleinsten ein wenig mehr Zeit zugestanden werden müssen. Doch darüber verfügte niemand bei uns. Denn die Familie lebte noch in Shchunat Shapira, dem armen Viertel von Tel Aviv. Eine winzige Wohnung. Die Nachbarskinder, mit denen mein Bruder und ich spielten, hatten nicht das Glück, Mediziner oder Schriftsteller werden zu dürfen. Sie konnten nicht in Wien aufwachsen. Sie sollten nicht das altehrwürdige akademische Gymnasium am Beethovenplatz besuchen. Die Shchunat Shapira war der schwärzeste Teil jenes Tel Avivs, das zuweilen als weiße Stadt gepriesen wird. Die Shchunat Shapira war eine Gegend der sozial schwachen Schichten, der einfachen Arbeit, ein Ort, der damals wohl auch eher für ganz bestimmte Karrieren, namentlich für halbseidene und Kleinkriminelle bekannt war. Meine Eltern schafften indes den Aufstieg. Mutter arbeitete als Physiotherapeutin, Vater raste von einem Geschäft zum nächsten. Ich verstummte. Meine Mutter erschrak. Stundenlang soll ich in mich versunken dagesessen sein, soll in die Luft gestarrt und mit den Fingern undeutliches Zeug gebrabbelt haben. Ich hinterließ bei ihr einen fürchterlichen Eindruck. Der Bub schien ihr verwirrt und verschlossen. Sie suchte einen Spezialisten für pädiatrische Erkrankungen auf, angstvoll eine schreckliche Diagnose, ein verheerendes Urteil hören zu müssen. Der Mediziner meinte, sie brauche sich keine Sorgen zu machen. Das Kind sei gesund. Es verfüge bloß über ein wenig viel Fantasie. Der Mann wusste ja gar nicht, wie recht er damit hatte. Sein Befund war ein Verdikt, unter dem ich bis heute stehe. Ein wenig viel Fantasie halt. Ich erinnere mich daran, wie ich noch lange später in Wien ganz alleine bleiben konnte, ohne Spielkameraden. Meine Hände bildeten für mich eigene Personen, die miteinander redeten, stritten, kämpften oder lachten. Eine Welt für sich. Freunde kamen zu uns auf Besuch. Wo denn die Toilette sei, wollte jemand wissen, um dann nach einer Weile zurückzukommen und vorsichtig nachzufragen, was denn da für Geräusche aus dem Klo kämen. Es klänge, als wären da mehrere Personen versteckt. Hinter der Tür waren verschiedene Stimmen zu hören, im Gespräch vertieft. Die Eltern stockten und schauten nach. Ich war dort, um meine eigenen Gäste und Geister zu empfangen. Irgendwann lernte ich, in meine Vorstellungen zu verschwinden, ohne das Zimmer zu verlassen. Ich entwickelte die Fähigkeit, Figuren auftreten zu lassen, ohne einen Finger zu rühren, freihändig und aus dem Stegreif. Doch vor allem konnte ich Dialoge hören, ohne einen Ton von mir zu geben. Ich verstummte und konnte dabei in mir so laut sein, dass es niemandem mehr auffiel, wie abwesend ich dabei war. Ich tauchte ab in jene Sphäre, die zu meinem Spezialgebiet wurde und in der ich mich bis heute wiederfinden muss, will ich neue Prosa schreiben. Selbst Jahre später
Wenn wir gemeinsam im Auto unterwegs waren, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Großmutter Raya, konnte es passieren, dass ich in meine Träume abschwirrte. Sag, fragte mein Vater dann, hat irgendwer Dori gesehen? Ich glaube, wir haben ihn zu Hause vergessen. Und wenn ich, das Kindergartenkind, mich meldete, rief er aus, oh, Dori, hallo, guten Morgen, wir fürchteten schon, wir hätten dich zurückgelassen. Wo warst du denn? Auf dem Mars, antwortete meine Mutter. Er ist ein Astronaut. Zu jener Zeit war ich längst nicht mehr der schweigsame Bub aus den Zeiten, da mein Vater auf Geschäftsreisen gewesen war. Ich plapperte ohne Unterlass. Ein alt, kluger Junge, der vorlaut zu allem seine Meinung kundtat, der seine Witze riss, Lieder sang und lautstark aufbegehrte, wenn ihm irgendetwas nicht passte. Damals war zwischen meiner Mutter, meinem Bruder und meinem Vater der Spaß aufgekommen, einen Einspruch mit der Parole »Nein, wir protestieren« zu unterstreichen. Gleichsam, gemeinsam sangen wir diesen Schlachtruf. Ich kannte das Fremdwort noch nicht und ahmte es nur nach, weshalb ich schrie »Nein, wir appessieren«. Irgendwann bemerkten sie es und lachten, worauf ich erkannte, es müsse wohl »Nein, wir protestieren« heißen. Doch meine Mutter hatte zu viel Gefallen an meinem Fehler gefunden. »Nein«, beharrte sie, »appessieren ist richtig.« Und wenn ich nun doppelt laut protestieren krähte, so blieb sie beim »appessieren«. Und vielleicht ist es auch bei mir noch heute so, dass ich, wenn ich einen Einwand erhebe, nach wie vor »appessiere«, wie jener kleine Bub. Waren wir mit dem Auto unterwegs, wurde gesungen. Musik eint die Familie bis heute. Meine Eltern kamen einander in einem Chor näher und meine Neffen sind heute etablierte Rockstars des modernen Tel Aviv. Wir saßen im Wagen, Vater und Mutter vorne, die Kinder und die Großmutter im Fond und gaben uns hebräischen Melodien, jiddischen Volksweisen, Partisanenhymnen und Arbeitermärschen hin. Dabei hatte jeder von uns ein eigenes Repertoire. Nur meine Großmutter, Raya, die mit meiner Mutter Ghetto, Lager und Todesmarsch überlebt hatte, war voller Angst, wenn es zu laut wurde. Still, Kinder, schau, check it, verlangte sie, Ruhe. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Der Papa muss sich konzentrieren. Oma Raya war immerzu auf das Schlimmste gefasst. Es gab kaum einen Moment, da sie nicht vermutete, ein Unheil drohe. Ich war der Vorwand, unter dem sie nach Wien gelockt worden war. Meinetwegen musste die Großmutter mitkommen, denn sie sollte sich um mich kümmern. Meinetwegen hatten wir Israel letztlich verlassen. Mein Verstummen und meine Sehnsucht nach Vater musste als Begründung für unseren Aufbruch aus Tel Aviv herhalten. Mutter stellte ihrem Mann ein Ultimatum. Sie wollte nicht alleine mit den Buben auf ihn warten. So sollten wir für 2, allenfalls für 3 Jahre das Land verlassen. Ein kurzer Aufenthalt war vorgesehen, aber undenkbar war für Shoshana Rabinowitsch, jene Frau nicht mitzunehmen, mit der sie gemeinsam die Vernichtung überlebt hatte, mit der sie es durch das Ghetto, durch die Selektionen, durch die Lager und den Todesmarsch geschafft hatte. Oma Raya musste mit. Sie zog mich auf. Mit meinem Großvater war sie nach Paris gegangen, um dort Medizin zu studieren. In Polen war für Juden der Zugang zum Studium zusehends beschränkt. Als sie aus Familiengründen nach Wilna zurückkehren mussten, eröffnete sie dort die Boutique Bon Ton. Hier bot sie Pariser und Berliner Kollektionen feil. Sie selbst war es, die ihre Mode in der Stadt vorzeigte, indem sie in den neuesten Stücken ausging. Großmutter konnte sich sehen lassen, sie war eine stolze und eine starke Frau gewesen. Im Litauen der 30er Jahre verließ sie ihren Mann, den Vater meiner Mutter, der am ersten Tag der deutschen Besatzung festgenommen und bald danach ermordet werden sollte. Sie verleugnete sich nie, nur über ihr Geburtsdatum ließ sie uns im Unklaren. Sie verriet es bis zu ihrem Tod nicht und machte sich jünger. Mit ihr verbrachte ich viele Tage und manche Ferien zu zweit. Du bist ein Wunderkind, sagte meine Großmutter mir, und dann hinzuzufügen, das Wunder wird gehen und das Kind wird bleiben.
Sie verwöhnte und beherrschte mich. Stieg ich auf einen kleinen Mauervorsprung oder kletterte ich auf eine Böschung, fürchtete sie um mein Leben. Rannte ich, geriet sie außer Atem. Sprach sie mit anderen ihrer Generation, hörte ich bereits als Bub ein wenig vom Ghetto und vom Lager. Beiläufig erzählte sie mir, was meine Mutter nicht über die Lippen gebracht hätte. War Mutti eigentlich immer schon dicklich? Fragte ich. Sie war ein starkes Kind, meinte sie, nur im Lager, als wir hungerten, da nicht. Sie erzählte mir auch, wie Mutter einmal mit der Peitsche geprügelt worden war. Oma Reier, die so beherrscht war, konnte plötzlich wegen einer unserer Kindereien etwa zusammenbrechen. Sie schlug dann mit den Fäusten auf ihren Kopf ein, warf sich den Mantel um, riss die Wohnungstür auf und schrie, ich kann nicht mehr, ich gehe, ich kann nicht mehr. Wir Brüder liefen ihr nach, ich weinte, wir zerrten an ihr, wir hielten sie zurück, wir flehten, nein, bitte geh nicht, bleib da. Sie hatte bereits mehrere Herzinfarkte überlebt, wir sollten sie nicht quälen, hieß es. Sie habe doch so viel mitgemacht. Und sie selbst sagte, alle, die dort in den Lagern gewesen wären, würden, was ihnen widerfuhr, mit sich herumtragen. Von einem Bäckele, sprach sie, dass sie erdrücke. Wir, die Buben, kamen ins Land, ohne die heimische Sprache zu verstehen. Mein Bruder war bereits 9 Jahre alt. Ehe wir Österreich erreicht hatten, versuchte meine Mutter, ihm erste Vokabel und die richtige Aussprache beizubringen. Sie beherrschte selbst auch kein wirklich gutes Deutsch und sprach jeden der wenigen Begriffe, der aus dem Lager im Gedächtnis geblieben war, mit einem einschlägigen Akzent aus. Aber mein Bruder Ronny, der Hebräer, der Sabre, schaffte es noch nicht, das Wort ich richtig zu artikulieren, weil Israelis bei diesem weichen Digraph gerne in einen kehligen Rachenton, einen weit hinten am Gaumenzäpfchen gebildeten Reibelaut verfallen, wie beim jüdischen Wort Chuzpe. Oder sie bringen, wenn sie sich sehr anstrengen, nur ein Zischen heraus, sodass sie dann Isch sagen, als wären sie Franzosen. Und irgendwann, als Ronny immer wieder an diesem Wort, an jenem Ich scheiterte, verlor meine Mutter die Nerven. Mein Bruder musste zunächst für ein paar Monate in die jüdische Volksschule, wobei die Eltern darauf bedacht waren, er möge keine Klasse verlieren. Am Ende des Schuljahres sollte er schon die Aufnahmeprüfung in eine österreichische Mittelschule, ins traditionelle, traditionsreiche Wiener Akademische Gymnasium absolviert haben. Mit 17 gewann er, der mit 9 noch kein Wort Deutsch gesprochen hatte, den Wiener Rednerwettbewerb. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Deutsch jemals nicht verstanden zu haben. Meine Eltern erzählten ja doch, wie empört ich, der Winzling, gewesen war, mich nicht begreiflich machen zu können. An der Hand meiner Mutter trippelte ich durch das graue Wien der 60er Jahre, durch jene Stadt, in der junge Frauen mit ihren Kindern noch den älteren Wienerinnen mit Haarnetz und Dackel auszuweichen hatten. Ich kam aus einem Land, in dem die kleinen Buben durchaus frech und vorlaut sein durften. In Österreich meiner Kindheit wurden Mädchen noch angehalten, einen Knicks zu machen und die Burschen eine leichte Verbeugung. Ich aber schrie die Eltern Leute auf Hebräisch an, Chamor, was Esel heißt, rief dieses Chamor mit jenem rauen Kehllaut im Rachen. Ich bin so klein und kann schon sprechen und du bist so groß und verstehst mich nicht. Ich wollte schnell die neue Sprache lernen. Redeten die Eltern Ivrit, antwortete ich auf Deutsch. Zugleich war mir wichtig, kein Österreicher zu sein und auch keiner zu werden. Wir lebten im Provisorium, da wir im nächsten, allenfalls im übernächsten Jahr, nach Israel zurückkehren wollten. Auch wollte ich auf keinen Fall ein Wiener Jude sein. Die jüdische Gemeinde war ein Überbleibsel, ein trauriger Rest, zu dem ich nicht gehörte. Ein Jude in der Diaspora zu sein, bedeutete für mich, den einstigen Opfern nahe zu stehen. Ich war ein Sabre, eine Kaktusfeige, denn so werden jene jüdischen Kinder geheißen, die im neuen Staat zur Welt gekommen sind. Solche wie ich, wird gesagt,
ähneln der Wüstenfrucht. Wir seien nach außen hin stachelig wie die Pflanze, im Innern jedoch süß wie ihr saftiges Fleisch. Wir galten als Antwort auf tausendjährige Gebete und als die Erfüllung uralter Sehnsüchte. Nie wieder dürften wir Kleinen zu ohnmächtigen Opfern werden. Wir Sabres sollten nie mehr Treibgut sein, sondern dem Geburtsland entwachsen und seinem kargen Boden verbunden. Unsere Generation war der frühe Traum vom zionistisch-orientalischen Wurzelsepp. Wen wundert's? Unsere Eltern waren vor nicht allzu langer Zeit noch vogelfrei gewesen, doch wir, so ihre Hoffnung, würden mit der Diaspora, mit Städtel und Ghetto nichts mehr zu tun haben. Wir mussten kein Pogrom und keinen Hohn fürchten. Meine Eltern nahmen mich in die Wiener Oper und in Konzerte mit. Sie putzten mich heraus, kleideten mich wie einen kleinen Erwachsenen, denn bereits die Buben mussten da einen Schlips und einen Anzug tragen. Ich durfte auch zu den Kasperl-Aufführungen. Die österreichischen Kinder schienen mir zu brav und zu unbeweglich. Sie kamen mir wie Semmelknödel vor. Kugelig, weiße, bamstig, mehlige Gestalten. Der Kasperl fragte, ob sie alle da seien. Und dann die glockenhelle Antwort um mich herum wie aus einem Mund. Ja, ich wurde hier nicht heimisch. Fühlte mich aber auf Besuch in Israel zusehends fremd. So gab ich in Österreich den Südländer unter Elblern, um in Tel Aviv den Wiener Musterknaben hervorzukehren, der mit seinem Bitteschön und Dankeschön die Verwandten bestürzte und entzückte. Der gebürtige Sabre wurde zum geborenen Jecke. Von Identität muss ich reden, wenn ich fürchte, sie werde negiert. Doch will ich auch nicht schweigen, wenn ich auf diese meine Identität von anderen oder von meinesgleichen zurückgeworfen werde. Meine vollkommene Identität wird erst auf meinem Grabstein festgeschrieben sein. Bis dahin habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. Ich erinnere mich an eine Diskussion, zu der ich vor einiger Zeit von einer Schulklasse geladen wurde. Es ging wieder einmal um Heimat und Heimatlichkeit. Die Jugendlichen in diesem Gymnasium waren zum großen Teil aus zugewanderten Familien, doch da saßen auch jene, die als echte Österreicher tituliert werden, weil etwa ihre Vorfahren nicht in den letzten Jahrzehnten nach Österreich gekommen waren, sondern womöglich 50 Jahre vorher aus Böhmen, aus Mähren oder aus Budapest. Diese letzteren, landläufig echte Österreicher genannt, waren hier allesamt kritische junge Menschen, die auf keinen Fall auf ihre Herkunft pochen wollten. Sie sagten zu den anderen, zu den migrantischen Altersgenossen: Wieso meint ihr denn keine Österreicher zu sein? Wir sind doch auch nicht österreichischer als ihr. Wir wissen nicht einmal, was das Österreichische genau sein soll. Aber was auch immer das sein soll, ihr seid es längst schon geworden. Aber die Burschen und Mädchen, die aus der Türkei, aus Bosnien, aus Russland, aus Tschetschenien oder aus Syrien stammten, lachten nur. Was redet ihr denn? Erklärten sie. Seht ihr denn nicht, wie anders wir sind? Allein ihr sprecht, wie ihr geht, wie ihr da sitzt, wie ihr euch bewegt. Die Mehrheitsösterreicher wussten überhaupt nicht, was diese Wiener Minderheitler meinten. Doch ich verstand sie, diese Wiener Migrantischen, sehr wohl. Mir war das Gefühl des Andersartigen durchaus vertraut. Ich erinnerte mich. Ich wusste, wie eigen wir die Kleinen dieses Landes zunächst erschienen waren. Ich wunderte mich, wie still sie da sitzen konnten. Ja, sie bewegten sich anders, dachte das Kind, das ich einst war. Im Wiener Kindergarten wurden wir gezwungen, in zweier Reihe auf die Toilette zu gehen. Ich begriff nicht, wohin ich geraten war. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Auch im damaligen Israel wurden Kinder einer Disziplin unterworfen. Aber die Formen der Erziehung waren anders. Wer in jenem Wiener Kindergarten gegen irgendwelche Regeln verstieß, dem wurde gedroht, ihm die Ohren rot zu machen. Buben, denen schlecht war und die sich deswegen übergaben, wurden beschimpft, weil sie den Boden schmutzig gemacht hatten. Ich mochte mich damit nicht abfinden. Ich rebellierte, nein, ich abessierte, bis meine Mutter mich nicht mehr hinschickte und mich in einen Hort am Rennweg unterbrachte, der besonders modern und international ausgerichtet war. Hier wurde uns sogar schon ein wenig Englisch gelehrt.
Nein, widersprachen manche der zugewanderten Schüler und Schülerinnen in jener Gymnasiumklasse, in die ich vor einiger Zeit eingeladen war. Nein, wir sind keine echten Österreicher. Wir werden ja ohnehin nicht in diesem Land bleiben. Ich erkannte mein früheres Ich in ihnen wieder. Das Kind, das ich gewesen war, hatte sich dagegen gewehrt, als Fremdling abgestempelt zu werden, dem kein Deutsch und kein Verständnis fürs Wienerische zugebildet wurden. Doch ebenso wenig hatte ich akzeptiert, eingemeindet zu werden und auf alle Differenz zu verzichten. Ich hatte damals nicht damit gerechnet, Jahrzehnte später immer noch in Wien zu sein. Und obgleich ich in den Augen allzu vieler in diesem Land noch immer nicht als echter Österreicher gelte und von ihnen nie als solcher anerkannt sein werde, bin ich einer, der sich dem Deutschen verschrieben hat und der in Wien sein Leben fortschreibt. Bereits damals sah ich mich als andersartig wahrgenommen. Ich war der Einzige in meiner Volksschulklasse, der nicht aus einer christlichen Familie stammte und der nicht Weihnachten feierte. Ich wurde nicht dazu erzogen, mich zu verleugnen. Ich sollte mithalten in der deutschen Sprache, aber gleichzeitig Hebräisch nicht vergessen. Sollte die Dichter und Denker ehrbeten können, doch nie an sie glauben. Sollte das Fremde mir aneignen, ohne mich dem eigenen zu entfremden. Ich wurde zum trotzigen Juden, der sich keine rassistische Zote gefallen ließ, selbst wenn sie von einem Lehrer kam. Meine Eltern lehrten mich, zu meiner Herkunft und zu meiner Meinung zu stehen. Anders als in den Häusern meiner österreichischen Altersgenossen wurde mir nicht verboten, mit vollem Mund zu reden. Ich wurde im Gegenteil dazu ermuntert, den Mund voll zu nehmen. Zum Mittag wurde bei uns gegessen und diskutiert. Was wir Kinder sagten, wurde wie eine Offenbarung behandelt. Wir waren letztendlich die Wiederkehr familiärer Hoffnungen und sollten eine Entschädigung für all das sein, was nicht wieder gut zu machen war. Mutter und Vater wussten streng zu sein, aber sie gaben uns die Gewissheit, jede unserer Äußerungen, selbst die unsinnigen, zu lieben. Aber zugleich wollte ich Deutsch sprechen und am liebsten besser gar als alle Gleichaltrigen um mich herum. Deutsch zu lernen wurde für mich zum Triumph. Mein Einstieg ins Deutsche war teils einfacher, doch auch vertrackter, weil ich dem, was landläufig Babysprache genannt wird, nie entwachsen konnte. Die moderne Linguistik geht davon aus, es sei für Kinder, die zwischen verschiedenen Kulturen leben, hilfreich, ihre erste Sprache zu beherrschen, um auch weitere und neue zu erlernen. Vielleicht liegt es daran, wenn ich selbst noch in der Oberstufe mich in Manierismen verlor und in Stilblüten verfiel, wobei das beim Schreiben klarer zutage trat als beim Reden. Ich sprach mich frei, ich war durch keine Mundart, durch kein Wienerisch gehemmt. Das Hochdeutsch war es, das ich von Anfang an lernen musste, während die einheimischen Kinder drauf losschwatzten, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Aber zugleich warf mein Hebräisch, das nur noch ein kümmerlicher Rest dessen war, was mich einst in Tel Aviv an Klangwelt umgeben hatte, Schattenrisse ins Deutsch. Dieser Nachhall war es, der mich unverwandter auf die Sätze blicken ließ. Es ging mir nicht nur darum, irgendetwas zu sagen. Ich wollte das auf eine eigene und unverwechselbare Art machen. Und der Grund dafür liegt wohl auch an meiner Beziehung zum Deutschen, das meine Muttersprache nicht ist. Autoren und Autorinnen, die im Deutschen schreiben, obgleich es nicht ihre Erstsprache ist, erregen Aufmerksamkeit, denn sie künden vom Leben der Moderne zwischen den verschiedenen Ländern und zwischen den unterschiedlichen Gesellschaften in einer Region. Sie sind längst keine kleine Minderheit mehr, sondern sie sind es, die das Selbstverständnis dessen färben, was das Dasein der Mehrheit ausmacht. Sie prägen die deutschsprachige Literatur, doch ebenso jene anderer Staaten, denn die Illusion kultureller Eindeutigkeit, die einst in den vielen Nationen vorherrschte, ist längst abgelöst von der Wahrnehmung jener Vielfalt, die auch diejenigen nicht bestreiten können, die sie ablehnen. Sie bekämpfen diese Mehrstimmigkeit, die unser Leben formt, eben deshalb, weil sie nicht verleugnet werden kann. Die Trachtenbärchen sind die eigentliche Minorität, die gegenüber unserer Moderne nicht integrationsfähig ist. Doch wer bin ich, ihnen das vorzuwerfen? Soll doch jeder und jede auf seine oder ihre Fasson unglücklich werden. Unmöglich ist es,
diese sogenannten Migrationsliteraten in einer Schublade abzulegen. Die Autoren und Autorinnen nicht deutscher Muttersprache, wie gerne gesagt wird, erzählen uns von unserem Dasein. Ihre Lyrik und ihre Prosa erhellen, dass niemand mehr in der ursprünglichen Heimat lebt. Wir sagen heutzutage leichthin, wir alle seien immer auch ein anderer. Doch dieser Satz ist, wie etwa Isolde Charim in ihrem Buch Ich und die anderen zeigt, eine Vereinfachung der unübersichtlichen Verhältnisse in unserem Selbst. Sogar jene, die ihren Geburtsort nie verließen, finden sich in einer Diaspora wieder. Das exotische Restaurant liegt um die Ecke. Das Billiglohnland im Souterrain. Wer in den Urlaub fährt, trinkt seinen Espresso in derselben Kaffeehauskette wie zu Hause. Im günstigen Fall liest er dabei ein Buch, in dem darauf hingewiesen wird, dass, wer einmal gegen den eigenen Willen gezwungen war, sein Land zu verlassen, mehr Heimat vermisst, als, um mit Jean-Marie zu reden, sich ein Sesshafter in seinem kosmopolitischen, fairen Spaß träumen lassen mag. Schon wird zwischen eingewanderten Schriftstellern der ersten und jenen der zweiten. Mal schauen, wie schwierig das ist. Schon wird zwischen zugewanderten Schriftstellern der ersten und jener der zweiten Generation unterschieden. Und manche, die landläufig so genannt werden, wurden in Berlin, Wien oder auch Salzburg geboren. Werden aber dennoch unter Migration verbucht, weil ihre Namen, ihre Religion oder ihr Aussehen weiterhin als fremd gelten. Und nicht bei allen ist es so eindeutig klar, was die Muttersprache eigentlich sein soll. Die erste Sprache meiner Mutter, die in Paris geboren wurde, war nicht etwa Französisch, dessen Worte sie gänzlich wieder vergaß, nachdem sie als Vierjährige mit ihren Eltern ins polnisch-litauische Vilnius zurückgelangte. Sie beherrschte zunächst das feine Jiddisch aus dem jüdischen Wilna, dem Jerusalem des Nordens, aber bereits als Kleinkind lernte sie auch Polnisch. Das Buch über ihr Überleben schrieb sie in Ivrit, Hebräisch, das sie als Jugendliche aufsog. Doch in österreichischen Schulen las sie ihre aus dem Hebräischen übersetzten Erinnerungen in jenem Deutsch vor, das sie zum ersten Mal als Kind in den narzisstischen Lagern vernahm. Denn von ihr kann mit Fug und Recht gesagt werden, ihr seid das Deutsche regelrecht eingebläut worden. Im Grunde genommen ist es nicht notwendig, mit einer solchen Fallgeschichte aufzuwarten und zu beweisen, auf welche Wirrnisse einer stoßen kann, der nach der Muttersprache eines Menschen fragt. Das Nebeneinander mehrerer Kulturen ist die historische Regel. Und im Zeitalter der Globalisierung leben die meisten polyglott. Was ist mit den vielen, die von Anfang an zweisprachig oder dreisprachig aufwuchsen? Ist da immer klar, was die Muttersprache sein soll? Während die Gesellschaft bunter scheint denn je und die ganze Welt von ihrer Diversität spricht, wird vom Boulevard und von Rechtsextremen gegen Zuwanderung gewettert. Sie merken, ich komme aus Wien. Aber ich weiß, dass das auch in Deutschland durchaus der Fall ist, aber in Wien ist es ein besonderes Thema. Und kulturelle Differenz zum Unheil abgestempelt. Die Hetze setzt sich durch und prägt den Alltag. Unterhalten sich Jugendliche in der Wiener Straßenbahn auf Türkisch, wird ihnen nicht selten geheißen, gefälligst Deutsch zu lernen. Allein der Umstand, dass sie nicht Deutsch reden, führt zum Verdacht, sie beherrschten es nicht. Bilingualität stand von Anfang an im Geruch, nichts anderes als im wahrsten Sinne des Wortes, Doppelzüngigkeit zu sein. Im Grunde wird so von den Migranten nicht verlangt, die neue Sprache zu erlernen, sondern seine Herkunft zu vergessen. Im Namen der Integration wird Assimilation gefordert. Seit PISA ein Test ist, führen hierzulande die schlechten Ergebnisse in Österreich im internationalen Vergleich nicht zur Reform der überkommenen Bildungssysteme, sondern sie heizen vor allem die allseitige Hetze gegen jene Schüler an, deren Eltern oder Großeltern aus dem Ausland stammen.
als wären andere Länder, die besser in jenen internationalen Prüfungen abschneiden, etwa frei vom Zuzug. Als gingen dort nicht Kinder aus fernen Erdteilen in die Schule. Man könnte glauben, die einheimische Mehrheit des Alpenstaates sei ein Geschlecht aus lauter Dichterfürsten. Meint irgendwer, Österreich sei die Nation der geschliffenen Rhetorik, die Bastion des Feuilletons, ein Elysium der Eloquenz? Wer den Reden im Wiener Parlament zuhört, bemerkt, viele der unverdrossen bodenständigen Abgeordneten klingen, als wäre ihnen Deutsch ein ferner Jargon. Und plötzlich kommt einem der Gedanke, Grillparzer könnte es nicht ganz so freundlich gemeint haben mit seinem berühmten Satz vom Österreicher, der lieber schweige, um die anderen reden zu lassen. Wenn ich einige der hiesigen, der dortigen Politiker reden höre, also der in Wien ansässigen Politiker reden höre, insbesondere jener politischen Hirseln, die ihre Ignoranz für ein Qualitätsmerkmal halten, dann weiß ich mit Sicherheit, an uns Zugewanderten liegt es nicht, wenn diesen Volksvertretern kein gerader Satz gelingen will. Nein, nicht an uns. Von den Vorzügen der Mehrsprachigkeit weiß bereits die Pädagogik. Erst die zweite Sprache mache, heißt es, die Struktur der ersten begreifbar. Und gleichzeitig hilft die Grammatik des Geburtslandes einem, diejenige der neuen Heimat zu erlernen. Diese Differentialgleichung des Multilingualen schlägt sich auch im Literarischen zu Buche. Der Schriftsteller fremder Muttersprache verschreibt sich dem Deutschen. Es wird zu seinem Refugium und zu seinem Fluchtpunkt des Seins. Es erscheint ihm nicht selbstverständlich, sondern birgt Eigenheiten, Rätsel und Geheimnisse. Die Distanz zur Sprache kann den Blick schärfen und die Kontraste im Vokabular deutlicher hervortreten lassen. Unverwandt schauen solche Autoren und Autorinnen auf das Deutsch, das bekanntlich längst nicht mehr unschuldig ist. Und so können sie ihm zuweilen leidenschaftlich näher kommen, weil es ihnen fremder ist. Sie sind frei von manchem Inzesttabu und offen für ungewöhnliche Wortspiele und Assoziationen. In ihrer Prosa schillert Verblasstes wieder neu und Altvertrautes scheint uns plötzlich exotisch. Sie entlarven uns das Phrasenhafte, das Eingemachte und Abgemachte. Geht es nicht zuletzt bei guter Literatur, geht es nicht letztlich bei guter Literatur immer darum, das noch Unerhörte zur Sprache zu bringen? Machen uns nicht jene Erzählungen hellhörig, die uns einen anderen Blick auf die Wirklichkeit werfen lassen? Setzen wir uns ihnen nicht aus, bis die Geschichte des anderen zu der unseren wird? Und bis die unsere auf einmal ganz anders wirkt, schlage ich einen Roman auf, will ich mich doch befremden lassen. Vielleicht sollte ich hier dennoch zugeben, nicht über alle aus anderen Sprachwelten eingewanderten Schriftsteller und Schriftstellerinnen so urteilen zu können. Ich erinnere mich an eine Lesung in Italien, in der ich gemeinsam mit Wladimir Kaminer auftrat. Wir wurden gefragt, weshalb wir auf Deutsch schrieben. Ich erzählte, wieso ich gar keine andere Wahl hätte, da ich ja in keiner anderen Sprache die nahe kommen kann, was mich ausmacht. Kaminer meinte hingegen auf die Frage, weshalb er auf Deutsch seine Geschichten verfasse, weil mich sonst kein Schwein verstehen würde. Das war eine ganz andere und äußerst profane Erklärung, die Kaminer hier dem Publikum anbot, doch sie ist eine nicht weniger legitime. Denn immerhin wäre es viel verlangt, müssten zugewanderte Autoren ihre Bücher in einer Sprache veröffentlichen, die dort, wo sie veröffentlichen, ohnehin kaum einer beherrscht. Kaminers Zugang zum Deutschen ist von diesem Satz geprägt, weil mich sonst kein Schwein verstehen würde. Der migrantisch-krantige Autor wird zum schmunzelnden Ethnologen der sogenannten Wirtsbevölkerung. Er versucht keine Maskerade. Er will nicht das werden, was voller Pathos ein deutscher Dichter geheißen wird, sondern er spricht als der Zuwanderer, der er auch ist. Sein Idiom und sein Akzent werden zur eigenen Poesie des Klischees, mit denen er uns unterhält, doch ebenso belächelt. Er befremdet uns. Ganz anders ging hingegen etwa Feridun Çaymoğlu vor, als er mit Kanakspak eine eigene Sprache entwickelte, mit der er die romantischen Vorstellungen der Multikulturalität verlacht, doch auch alle Klischees hohl spiegelt. Der Autor wird zum eigenen Übersetzer. Er ähnelt dabei ein wenig Sacha Baron Cohen,
der als die Filmfigur Borat umherläuft, um uns so mit unseren eigenen Klischees zu konfrontieren. Tsermoglu schlüpft mit Kanakstrak in die Rolle des Fremden. Er maskierte sich, um Worte neu zu entdecken. Wiederum ein vollkommen anderer Zugang zeigt sich bei Elias Canetti. Canetti erzählt, was das Deutsche ihm bedeutete. Er wächst im jüdischen Spanjolisch, der bulgarischen Sepharden auf. Das erste Buch seiner autobiografischen Trilogie ist Die gerettete Zunge. Canetti bezieht sich auf eine frühkindliche Erinnerung. Meine früheste Erinnerung ist in Rot getaucht. So beginnt das Werk. Alles ist in Rot, roter Boden und rot die Treppe. Ihn, das zweijährige Kind, trägt eine Frau. Sie trifft einen Fremden, der ihn auffordert, seine Zunge zu zeigen. Der hierauf das Messer zückt, der droht, ihm die Zunge, die rote Zunge, abzuschneiden. Er sagt, jetzt schneiden wir ihm die Zunge ab. Ich wage es nicht, die Zunge zurückzuziehen. Er kommt immer näher. Gleich wird er sie mit der Klinge berühren. Im letzten Augenblick zieht er das Messer zurück, sagt, heute noch nicht, morgen. Er klappt das Messer wieder zu und steckt es in seine Tasche. Dieser Vorgang wiederholt sich täglich. Täglich verzichtet der Mann auf die Bluttat, doch täglich schwingt er das Messer. 10 Jahre lang wagt der Junge nicht, seinen Eltern von jenen Erlebnissen zu berichten. Als er seiner Mutter viel später davon erzählt, erkennt sie in der Schilderung einen Ferienort, den die Familie einst aufsuchte, in der Frau, die den Jungen hielt, das minderjährige Kindermädchen, und im Mann, deren Liebhaber wieder. Beide, das Mädchen und ihr Geliebter, hatten sich heimlich getroffen, bis die Eltern des Knaben die Verbindung entdeckten und die jugendliche Angestellte nach Hause schickten. So wichtig erscheint in diesem Moment, dass er damit sein Buch nicht nur beginnt, sondern der Titel, die gerettete Zunge, davon kündet. Die Rettung der Zunge ist sein Triumph, weil sie zum Bericht, zur Sprachfindung, zur Erinnerung, zum Kampf gegen drohende Messer, gegen Macht und Gewalt befähigt. Die Zunge ist, zumal in jenem Alter des Spracherwerbs, die Garantie eigener Mächtigkeit. Die Zunge, der orale Muskel, ist das zentrale Objekt, mit dessen Hilfe der Knabe verständlich werden konnte, sich verständlich machen konnte in der Welt der Erwachsenen. Canetti beherrschte damals bloß Spanjolisch, in dem die Zunge zugleich auch Sprache bedeutet. Das erste Kapitel bezeichnet nicht bloß die Rettung eines Körperteils, sondern jene seiner Existenz. Seit ich diese Autobiografie las, hegte ich einen Verdacht, für den ich gleichwohl keine Beweise anführen kann. Was, wenn die Erklärung auf die Canetti und seine Mutter stießen, jede ödipale Assoziation überblenden soll? Der Gedanke, der Geliebte der Angestellten sei auch deswegen nicht vergessen worden und habe sich deshalb so deutlich im Gedächtnis eingebrannt, weil dahinter ein weiterer Konflikt verborgen sein könnte, ist nicht unmöglich. Diese Spekulation gewinnt an Kraft, wenn an die Familie Canetti gedacht wird, denn es fehlte hier nicht an Spannungen und Kontroversen. Übermächtig schildert Canetti seinen Großvater, der seinen Vater letztlich erdrückte. Aber das Deutsche war in diesem Verwandtschaftsfeld von besonderer Bedeutung. Canetti erzählt in seiner Autobiografie von der Begeisterung seiner Eltern für die deutsche Sprache, die zu einem Liebescode, zu einer wundersamen Zauberformel zwischen ihnen wurde. In all dem klingt auch durch, wie sehr Wien der Mutter und dem Vater als Ort der Verheißung und der Moderne galt. Canettis Vater musste sich dem Patriarchat noch unterwerfen. Er gab seine Träume von Wien und der Schauspielerei auf, kehrte ins bulgarische Russe zurück, um hier, so wie es der Großvater gewünscht hatte, Geschäftsmann zu werden. Mit seiner Frau bloß konnte er Deutsch reden, mit ihr noch in ihren früheren Hoffnungen von künstlerischer Selbstverwirklichung schwelgen, bis er es endlich wagte, nach England auszuwandern. Die Mutter symbolisierte die Sehnsucht nach Moderne und Emanzipation. Der frühe Tod des Vaters kettete sie und ihren älteren Sohn fester zusammen. Sie lehrte ihn Deutsch voller Strenge im Laufe von wenigen Wochen, nahm ihn mit nach Wien, studierte mit ihm die Weltliteratur. Canetti schrieb nicht Deutsch, weil ihn sonst keine Sau verstanden hätte, sondern die deutsche Sprache ermöglichte ihm,
den Zugang zu einem neuen Denken und zum Anschluss an Zentren der Zivilisation. In seinem Roman Die Blendung beschrieb er in deutscher Sprache, welche Verbrechen mit der deutschen Sprache und an der deutschen Sprache begangen werden konnten. Mein Zugang zum Deutschen war ganz anders als bei den Canettis. Keine Rebellion gegen die Enge der Überlieferung und keine Entscheidung für die Moderne. Ich entschied mich nicht bewusst und mir ging es auch nicht darum, mich für ein Publikum verständlich zu machen. Ich hatte gar keine Wahl. Ich kann mir anders gar nicht nahe kommen. Zwar war eins geplant gewesen, ins Hebräische zurückzukehren, doch ich bin in meiner Ursprungsfamilie der Zurückgebliebene. Ich kann in meinem ungelenkten Hybrid, mit dem ich es recht gut durch den israelischen Alltag schaffe, meine Gefühle und mein Denken nicht gewählt ausdrücken. Ich bewege mich darin teils wie ein Kind, das erst vor wenigen Monaten zu gehen lernte. Deutsch ist beinahe alles, was ich mir erlesen habe. Trotzdem wäre es falsch, so zu tun, als wäre ich nicht auch ein Autor, der hierher zugewandert ist. Ich werde zumeist nicht unter diese Literatur der Migration gereiht, was anzeigt, wie vage und doppeldeutig die Einteilung in diese Kategorie ohne dies ist. Die Bedeutung der Autoren und Autorinnen nicht deutscher Muttersprache nimmt in Zeiten der Globalisierung und der Interkulturalität zu. Sie gilt es zu lesen, doch zugleich werden sie durch diese Einordnung ausgesondert und ausgegrenzt. Das Label mag den Verkauf ihrer Bücher zuweilen befördern, doch es engt ein, wie sie gelesen werden und was von ihnen erwartet wird. Es ist, als würde das, was sie schreiben, nur als autobiografischer Bericht, als Schrift aus der Fremde angesehen werden. Ihre literarische Arbeit wird nicht selten ausgeblendet. Ihr eigener Stil wird nicht als Kunstgriff erkannt, sondern das Neue, das Innovative, das Sprachspiel im Texte zum Fehler und zur Unbeholfenheit erklärt. Ihre Wortwahl steht unter dem Verdacht, nichts als ein Jargon zu sein. Ihre Literatur wird oft nicht ernst genommen. Ein jüdischer Autor, der in Israel geboren wurde, wird anders betrachtet als einer, der ebenso jüdisch ist, doch aus Russland oder Kasachstan stammt. Ich werde zuweilen nicht gefragt, wann meine Eltern nach Wien kamen, sondern wann sie dahin zurückkehrten. Ich werde als Wiederkehr der Juden aus dem damaligen Wien angesprochen, aber meine Familie stammt nicht der Donaustadt. Meine Vorfahren lebten nicht in Österreich und nicht in Deutschland. Sie wurden nicht aus Wien vertrieben, sondern aus Wilna und aus dem rumänischen Moldawien. Israel war nicht ihr Exil und das Alpenland nie ihre Heimat. Wir erreichten Wien nicht lange vor jener Zeit, da in Graz der Prozess gegen Franz Murer eröffnet wurde. Jedem sagt, wer steht beim Teu. Jedem sagt, was tut man heint. Mir ducht sich, als es steht der Murer, unser bester guter Freund. Juden sagt, wer steht am Tor? Mir scheint, da steht Murer, unser bester guter Freund. Die Strophe stammt aus einer Revue des jüdischen Theaters im Wilner Ghetto. Ein Mann hatte sich bereits damals einen ganz besonderen Namen unter der jüdischen Bevölkerung erworben. Ein Österreicher. Lange bevor sein Name nach dem Krieg durch die Weltpresse ging und Jahre her gerichtsbekannt werden sollte, wussten die Opfer schon, ein Lied von ihm zu singen. Franz Murer. 1941 bis 1943 war er stellvertretender Gebietskommissar in Wilna und sozusagen zuständig für jüdische Angelegenheiten. Den Opfern blieb er aber, laut Simon Wiesenthal, als Schlächter von Wilna in Erinnerung. Murer war der Mann, der die Hauptverantwortung trug für die Ausrottung der Juden von Wilna. Auch meine Mutter hatte Murer im Ghetto kennengelernt. Sie hatte ihn am Tor stehen gesehen, hatte miterlebt, wie er die schöne Perlova aus der Reihe gewiesen hatte. Er nahm sie zur Seite, dann zog er seine Waffe. In diesem Moment hielt meine Großmutter ihr die Augen zu, bis der Schuss verklungen war. Danach, so sagt sie, lag die schöne Perlova am Boden, tot. Das Verfahren in Graz der 60er Jahre verkam zum Tribunal gegen die Opfer. Der Freispruch geriet zu einem einzigen Volksfest. Ein Urteil,
wird im Deutschen zuweilen Wahrspruch genannt. Doch hier wurde dieses Wort zum schieren Hohn. Das Publikum begrüßte den Sieg des Mörders mit Akklamation und Bravo-Rufen. Vor dem Gerichtsgebäude wurden Murer Blumen überreicht. Einem amerikanischen Diplomaten, der am Tag nach dem Prozess Bekannte in Graz besuchte und der Gastgeberin Blumen schicken wollte, wurde in drei verschiedenen Blumenhandlungen mitgeteilt, es seien keine mehr da. Alle wären am Vortag für den Prozess aufgekauft worden. Im Gasthaus wurde sodann ausgiebig gefeiert. Das Waldstück, das die Familie Murer verkauft hatte, um dem Verwandten, dem Murer Franz, den teuren Anwalt zahlen zu können, wurde in der Gegend als der Judenschlag bekannt. Murer verließ den Prozess als Held im Triumphzug. Er fuhr im Mercedes eines Kollegen, eines gewissen Rudolf Hochreiner, nach Hause. Im Auto eines Nazi-Verbrechers, der des Mordes an 9 Juden angeklagt und ebenfalls freigesprochen worden war. Wieso waren meine Eltern ausgerechnet in dieses Land gezogen? Warum nahmen sie ihre Kinder hierher mit? Hatten sie dafür Europa verlassen, um nun just die Heimat Murers aufzusuchen? Ich stellte diese Fragen meinen Eltern nie. Und ich meine, zu Recht, nie diese Klage erhoben zu haben. Denn schließlich wusste ich, was der eigentliche Grund für ihre Entscheidung gewesen war. Mein Vater hatte hier zu arbeiten. Ich war es, der in den materiellen und kulturellen Genuss dieses Entschlusses kam. Es ging mit uns bergauf. Wir, die Buben, erlebten und lernten hier, was in Israel niemand uns bieten hätte können. Wobei wir auf die Verbindung zum Judenstaat und dessen Kultur ebenfalls nicht gänzlich verzichten mussten. Dennoch ist es nicht ganz abwegig, nachzuhaken und darüber nachzudenken, wie meine Mutter und wie meine Großmutter es aushalten konnten, die Kinder just an diesen Ort zu bringen, um sie dann in Schulen gehen zu lassen, in denen sie von Lehrern unterrichtet werden sollten, von denen niemand wusste, was sie vor ein paar Jahrzehnten mit Judenjungen aufgeführt hatten. Meine Eltern ahnten durchaus, aus welchen Familien manche unserer Klassenkameraden wohl stammten. Sie ließen uns Deutsch lernen. Wir sollten auch Englisch, Latein, Französisch verstehen. Uns Polnisch und Rumänisch zu lehren, schien ihnen nicht wichtig. Denn ihre Muttersprachen waren nicht weltläufig genug, um unsere Zukunft zu sichern. Die Ehrfurcht vor deutscher Kultur war in unserer Familie allerdings vorhanden. Es wäre übertrieben zu behaupten, die Rabinowitsches seien besonders germanophil gewesen. Keineswegs. Meine Mutter hegte durchaus einen Groll gegen Deutschland. Die Teilung in die BRD und die DDR kommentierte sie gerne mit dem altbekannten Satz, sie liebe Deutschland so sehr, dass sie davon gar nicht genug kleine Stücke haben könne. Ging es nach ihr, sagte sie, könne es noch in weitere Splitter zerfallen. Wenn mein Vater, dieser freundliche und herzliche Mann, in der Wiener Straßenbahn seinen Platz für einen älteren Herrn oder eine Dame räumen wollte, hielt ihn meine Mutter zurück. Warte, sagte sie dann. Bist du sicher, für wen du hier aufstehen sollst? Schau sie dir genau an. Zieh ihnen 15 oder 20 Jahre ab. Genau so haben sie doch damals ausgesehen. Bleib du ruhig sitzen. Ich werde nicht als zugewanderter Autor und nicht als Schriftsteller nicht deutscher Muttersprache wahrgenommen, weil meine Migration von einer anderen Erfahrung verdrängt wird. Mein Sprachwechsel erfolgte zu früh, um Spuren im Akzent zu hinterlassen. Darin unterscheide ich mich von vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, die anderswo herstammen mögen. Ich weiß, dass Kinder aus bodenständig österreichischen Familien in einer anderen Klangwelt aufwuchsen. Meine Eltern beherrschten kein heimisches Idiom. Ich hörte Hebräisch, Rumänisch, Jiddisch, Polnisch zu Hause und vor allem auch ein falsches Deutsch. Meine eigene Sprache war zudem keine Mundart, sondern klang gereinigt, war Hochdeutsch. Aber das wirkte eher bürgerlich, als dass es nach Migration klang. Hinzu kamen meine dramatischen und musikalischen Vorlieben. Ich ahmte alle möglichen Dialekte und Akzente gerne nach. Anders als etwa bei Anna Kim oder Navid Kamani sieht mir auch niemand an, dass ich nicht von hier stamme. Mein Ursprung liegt vielmehr in jenem Ort, an dem jedes Österreich, das ich als Dreijähriger mitgenommen wurde, nicht gemahnt sein wollte. Ich war einer jener Judenjungen, die es gar nicht mehr geben konnte. Meine Herkunft war die Erinnerung. Ich trippelte als Schatten der Vergangenheit ins Alpenland.
Ich war ein Wiedergänger, ein Untoter. Ich ähnelte einer unschuldigen Spukgestalt, wie in einer jener Gespenstergeschichten aus Hollywood, in der ein Mädchen, das längst beseitigt wurde, aus dem Morast der Vorzeit wieder auftaucht. Es singt ein liebliches Kinderlied, eine nicht ganz alte, befremdliche, doch nicht unbekannte Volksweise, traumähnliche Klänge, doch allen läuft es kalt den Rücken hinunter. Sie lässt die Erwachsenen an ein unheimlich heimliches Denken, an das, worüber niemand mehr reden will und das eben deshalb für immer unüberhörbar und unerhört zugleich bleibt. Das Schreiben ist Eigensinn, ist Vorstellung und Erinnerung. Die Poesie verleiht dem Unerhörten eine Stimme. Der Einfall dringt in die Welt und kündet von einer anderen Möglichkeit. Er ist eine Invasion. Er kommt aus einer fernen Galaxie, die in mir liegt. Er trifft mich mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit. Der Einfall verleiht dem anderen das Wort. Das, was mir zu schreiben einfällt, ist Impertinenz, ist Fantasie, entstammt dem Verschwiegenen, dem Verdrängten und dem Erinnerten. Es ist die Mehrdeutigkeit, die mir bei dieser Konstruktion so zusagt. Was einem wieder einfällt, kann einem jahrelang entfallen sein, um dann aus dem Gedächtnis wieder aufzutauchen. Was einem wieder einfällt, meldet sich ungefragt zu Wort, ist aber auch gleichzeitig das, was einer sich anmaßt und herausnimmt aus dem eigenen Kopf und meint ebenso die Fähigkeit zur Inspiration, zur Intuition und zur Imagination. Ich verstummte nicht. Ich konnte gar nicht anders, als die Stimme zu ergreifen. Hätte ich nicht von dem gesprochen, was unerhört bliebe, wäre nichts von meiner Stimme und meiner eigentlichen Existenz übrig geblieben. Der Jude war das Ausgeblendete. Er passte nicht ins Bild vom Österreich, das nichts gewesen sein wollte als das erste Opfer Hitlers. Um diese Inszenierung aufrechtzuerhalten, musste ein ganzes Land über die Leichenberge hinwegkrabbeln, als ginge es um einen alpinen Gipfelsturm. Ich wollte bei dieser Kletterpartie über die jüdischen Ermordeten hinweg nicht mitmachen. Sollte nicht wieder ausgelöscht werden, was die meinen und mich ausmachte, so musste ich zur Sprache bringen, was sie mir verschlug. Mein Name war ein Schick. Doron Rabinowitsch. Kaum nannte ich ihn, war auf jeder Party für 2 Stunden Gesprächsstoff gesorgt. Ich wurde zum Experten für den Nahen Osten, für die Bibel und für den Nationalsozialismus. Der Name selbst ist ein dauerndes Thema. Kaum eine Lesung, bei der mich nicht die Veranstalter fragen, wie mein Name eigentlich ausgesprochen wird. Zuweilen redet mich einer vertrauensvoll an. Gestern schlief ich mit einem Freund über ihren Namen. Der behauptet glatt, der ende mit einem I. Das klingt dann, hier artikulieren die Fragesteller überdeutlich. Rabinowitsch. Ich erklärte ihm, das sei falsch. Ich hörte ja schon oft ihren Namen. Da ist ja kein I am Schluss. Nein, sage ich dann, der letzte Buchstabe ist tatsächlich ein I. I? I? Sie meint doch nicht I, wird dann irritiert gerufen. Und dieses langgezogene I hat etwas von einem Entsetzensschrei voller Ekel, als hätte ich mich höchstpersönlich eben in Kafkas Käfer verwandelt. Sie meinen doch nicht ein I. Aber ja, aber das I wird nur geschrieben. Es ist stumm. Was soll das heißen? Das kommt, erkläre ich, aus Rumänien. Was? Das I kommt aus Rumänien? Mein Vater wurde in Rumänien geboren. Das I steht da, ist jedoch stumm. Es dient bloß dazu, das C weich zu färben. Es bewirkt eine Lautveränderung. Der slawisch-russische Name Rabinowitsch, der auf Deutsch nichts anderes bedeutet als der Sohn des Rabbiners, wurde im Rumänischen so transkribiert. Gäbe es kein I in Rabinowitsch, würde mein Name ganz anders wirken. Es könnte im Deutschen einen recht unschönen Klang bekommen. Sie würden dann statt von einem Rabinowitsch die ganze Zeit von einem Rabinowik reden. Wie nennen? Jedenfalls wird der Name mit I am Ende geschrieben. Ja, aber soll ich dann also Rabinowitsch oder Rabinowitschi sagen? Wie werden sie denn ausgesprochen? Das kommt darauf an. In Rumänien Rabinowitsch. Aber als ich in Japan und China war, bereitete eher das R am Anfang den Leuten Schwierigkeiten. Im Hebräischen wird der Name ohne I am Ende transkribiert. Im Deutschen steht er wieder da. Hören Sie, wie wollen Sie denn jetzt gerufen werden? Anfangs hatte ich altklug die rumänische Aussprache vorgezogen. Doch mittlerweile beschloss ich, jede Variante hinzunehmen, solange der Name nicht absichtlich verhunzt wird, was auch schon geschah.
des rassistischen Ressentiments wegen. Wichtig ist mir nur, angesprochen und gemeint zu sein. Und nicht gerade förderlich ist, wenn manche vorziehen, meinen Namen nicht mehr in den Mund zu nehmen, weil sie fürchten, er könnte ihnen falsch in die Lippen kommen. Mein rumänischer Vater kümmerte sich nie darum, wie sein Vater, wie sein Name richtig ausgesprochen werden sollte. Er ließ sich da mit jenem und dort ohne jenes I ansprechen. Für seine Freunde war er ohnehin nur Rabino. Das war sein nom de guerre, als er noch ein politischer Aktivist gewesen war. Meine Mutter hatte andere Kosenamen für ihn. Sie selbst kam als Lucien Suzanne Wechsler auf die Welt. Und gerufen wurde sie Susi oder Susinka. Doch in Stutthof ließ meine Großmutter sie unter dem Namen Susi Rauch aus Bialystok eintragen und 5 Jahre älter sein. Wäre herausgekommen, dass die zwei eine Mutter und ihre minderjährige Tochter waren, hätte das den Tod beider bedeutet. In Israel erhielt Lucien Suzanne Wechsler den hebräischen Namen Shoshana und so veröffentlichte Lucien Suzanne Rabinowitsch ihr Buch dank meiner Mutter unter dem Namen Shoshana Rabinowitsch. Angesichts dieser vielen Namen meiner Mutter ist die Frage, wie unser Nachname ausgesprochen werden soll, vernachlässigbar. Was will ich denn lange über den einen Buchstaben reden, der am Ende von Rabinowitsch zuweilen aufklingt und dann verschwindet? So einzigartig ist es in unserer Welt und im Zeitalter der Globalisierung nicht, einen Namen zu tragen, der von andernorts stammt und überall auf verschiedene Weise ausgesprochen wird. Aber dieses stumme I in Rabinowitsch steht für das Verschiedene, für das Ausgeblendete, für das Schillernde, für das Unausgesprochene, für das Unerhörte, worüber ich schreibe. I wie ich, I wie innig, wie intim, wie Individuum, I wie Idee, wie Ideal, wie Idyll, I wie Inspiration, wie Interesse, wie Identität, I wie Ivrit, wie Israel, wie Ideologie, I wie Impertinent, wie Impulsiv, wie Imagination, I wie Rabinowitsch. Ich schreibe davon, ich abessiere, ich verstumme nicht. Danke. Lieber Herr Rabinowitsch, herzlichen Dank für diesen Vortrag, diese Lesung. Ich vermute, es ist den meisten hier im Saal so gegangen wie mir, dass man wirklich an ihren Lippen gehangen hat und womöglich noch weitere Stunden zuhören könnte. Es war wirklich ein Genuss und vielen Dank an dieser Stelle erst einmal dafür. Ich bin gerade sehr froh, dass das Thema Rabinowitsch, Rabinowitschi zwischen uns kein Thema war. Das hatte sich glücklicherweise schon vorher geklärt. Vielen Dank. Ja, und ich möchte an dieser Stelle einfach mal den Blick in die Runde schweifen lassen und sagen, gibt es hier vielleicht Fragen, Anmerkungen? Möchte jemand direkt das Wort an Herrn Dr. Rabinowitsch wenden? Mhm. Ja, vielen Dank. Und ich wollte fragen, wenn Sie sagen, dass Sie nicht verstummt sind und Sie gesprochen haben oder geredet haben, war das so eine Art Auftrag auch des Sprechens, den Sie empfunden haben? Haben Sie für andere gesprochen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Mutter hat nicht über Ihre Erfahrungen gesprochen, Ihre Großmutter schon. Über Ihren Vater haben Sie an der Stelle gar nichts gesagt. Also haben Sie stellvertretend gesprochen? In gewisser Weise schon, weil tatsächlich auch mein Vater meinte, dass wir Botschafter sind und uns stolz und selbstbewusst, aber auch korrekt verhalten sollen. Das war sehr wichtig für ihn. Und meine Mutter machte ganz klar, dass es gewisse Momente gibt, in denen es angezeigt sei, eindeutig zu werden. Mein Bruder kam nach Hause, so begann das Ganze, und sagte,
dass ihm irgendjemand in der Schule, also ein Schüler, etwas Antisemitisches gesagt habe. Meine Mutter fuhr ihn an, ich hatte das dann ein paar Jahre später auch erlebt, und sagte, was soll das heißen? Ich möchte, dass das nächste Mal du ihm das so zurückgibst, dass Blut fließt. Entweder seines oder deines, mir ganz egal. Weil Blut muss fließen. Damit sein Hemd schmutzig wird und die Eltern das sehen und ich zum Direktor gerufen werde. Ich werde es ihm erklären. Und so war es dann auch. Sie wurde zum Direktor gerufen, und weil Blut geflossen war. Und bei mir muss ich zugeben, ich war immer das schwarze Schaf. Es war zwar der Atlas auf dem Kopf des anderen drauf, der war der Größte, ich war der Kleinste der Klasse, aber Blut ist nicht geflossen. Trotzdem hatte ich sozusagen mein Soll erfüllt und öfter war das so. Oder ich nehme an, dass es etwas damit zu tun hat, dass ich mich nicht zurückhalten kann, dass bei, auch sozusagen bei in politischen Momenten. Das ist aber nicht unbedingt jetzt nur in Bezug auf das, was hier angesprochen ist. Aber Ihre Frage war, ob ich das Gefühl habe, dass ich jemandem das schuldig bin. Und ich höchstwahrscheinlich ja. Höchstwahrscheinlich den Eltern und den Großeltern. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber auch mir. Es ging gar nicht anders. Und es musste nicht um Juden gehen. Ja, hier ist noch eine Frage. Also erstmal herzlichen Dank, es war fantastisch zuzuhören. Aber mich würde eins interessieren. Die Verknüpfung von sehr detaillierten familiären Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen einerseits, warum Sie die eigentlich eingebaut haben, wenn Sie doch sehr folgerichtig in einer analytischen Beobachtungsgabe die Situation der politischen Hintergründe und Verfahrensweisen darlegen können. Das habe ich eigentlich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie viele Seiten Sie gelesen haben, also im Verhältnis jetzt von. Ja, das Ivo Rabinovich ist länger, aber ich habe tatsächlich vor, also ich schreibe sehr oft politische Essays oder Artikel, und zwar im Standard auch, also nicht jetzt sehr oft, aber doch immer wieder. Oder auch im Falter, also in österreichischen Zeitungen. Oft meine ich jetzt in Bezug auf einen, der nicht Journalist ist. Ich bin ja Schriftsteller, also so gesehen oft. Und das, was ich da zeigen wollte, war eigentlich, wie sich das ausgewirkt hat auf die Familie. Und das ist eine Familie, die auch deswegen interessant ist, also finde ich, ja, ich rede von meinen Eltern, weil sie nach 45 Hoffnungen hegten. Hoffnungen hegten für eine bessere Zeit, für ein besseres Land, nämlich das Land, in das es sie verschlagen hatte. Also meinen Vater verschlagen hatte, meine Mutter nach 45 als zionistische Jugendliche gekommen war. Und für die Welt. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie sie geprägt waren von der Vergangenheit. Und das in dem Widerspruch zu Österreich zu schildern, scheint mir etwas, woran ich festhalten möchte. Ich habe bis jetzt, also es ist nicht Ihre Frage, bis jetzt habe ich das nicht gemacht. Jahre vorher habe ich es nicht gemacht. Jetzt möchte ich das eigentlich machen, weil ich mir denke, dass das produktiv ist und richtig ist, daran zu erinnern, was es für Hoffnungen gab, auch wenn sie sich zerschlagen haben. Und was für Verletzungen es gab. Und wie merkwürdig es ist, dass sie nach Österreich gegangen waren. Ich glaube, dass es sich in diesem persönlichen Zusammenhang noch einmal klarer erweist, als in dem, was wir aus den Zeitungen kennen. Und ich habe nur kleine Facetten, ich könnte noch weiter erzählen, dessen, was in der Familie vor sich ging. Ich meine, es war ja nicht nur so, dass meine Großmutter diese posttraumatischen
soll ich das Anfälle nennen, Erscheinungen hatte, wobei interessanterweise sie dazu auch schon vor der Shoah neigte. Das weiß ich von meiner Mutter. Aber meine Mutter zum Beispiel schrie in den Nächten. Also es kamen die Träume wieder, es kamen die Schrecklichkeiten wieder in den Nächten als Traum. Und das, glaube ich, ist nicht uninteressant. Aber auch interessant ist, dass sie so lebens. Aber es ist natürlich stilistisch, sich unterscheiden. Genau. Und ich glaube, dass ich halte das für aber richtig, weil es sozusagen zeigt, wie Leute in einem gewissen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ganz persönlich dann leben. Und dieser gesamtgesellschaftliche Zusammenhang reicht eben von Ghetto Wilna bis zum Prozess, über den Prozess Murer, geht weiter bis hin zu Jörg Haider und auch Bruno Kreisky. Also es sind einige Dinge, die prägend waren. Gibt es weitere Fragen? Ich möchte vielleicht noch ganz kurz anschließen, das Hauptthema ist ja wirklich Sprachen finden. Und die Frage ist, glaube ich, auch noch relevant. Also ein Teil dessen ist ja die Frage, wie wir zwischen den Sprachen leben und wie die Literatur von dem, was noch vor ein paar Jahrzehnten vollkommen eine Außenseiter gewesen wären, nicht wahrgenommen worden wären, mehr in den Mittelpunkt rückt. Ich würde gerne noch mal etwas sagen. Also bei allem historischen Background und aller Brutalität bekommt die ihre sprachliche Schilderungskraft etwas Geschmeidiges. Es wird geschmeidig. Und erst als sie zu den analytischen Beobachtungsebenen kamen, verschwand das. Und das habe ich eigentlich nicht ganz verstanden, in allem Respekt, was Sie eben entgegnet haben, warum es in diese natürlich, also die Argumente liegen auf der Hand, alles super. Aber warum ist das erstmal so? Also welche Intention als Schriftsteller liegt dahinter? Ich glaube, dass die Intention zweierlei ist. Erstens einmal, also ich mache das einfach. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich mir überlegt habe, dass das dies, sondern der Ton muss stimmen, sonst geht es nicht weiter. Und meistens ist es ja so, dass man mit einem Satz beginnt. Ich weiß nicht, wie Sie einen Text schreiben, wie es ist, aber wenn der erste Satz nicht stimmt, dann dreht man sich hoffnungslos herum, bis er stimmt, bis der erste Satz einen Ton gefunden hat. Und ich glaube, der erste Grund ist ein zwielichtiger, nämlich das ist eine Verführung. Und der zweite Grund ist vielleicht ein bisschen netter, und das ist die Liebe zu diesen Leuten. Das sind meine Leute. Und sie leben nicht mehr. Darf ich da eine Frage noch anschließen? Und zwar, Sie haben gerade eingangs sehr stark die Rolle oder ja den Charakter Ihres Vaters, die Liebe zu ihm, die Bewunderung, die beidseitige beschrieben. Und gerade unter dem Titel zu Sprachen finden, also es ist die Liebe zu den Leuten, wie Sie gerade sagten, aber vielleicht auch eben das Sprachrohr, gerade für die Mutter, für die Großmutter, für dieses Duo, das eben nur unter Anhebung des Alters, andere Namensgebung, das Ganze überlebt hat. Also auch etwas dort ein Sprachrohr sein. Und mein persönliches Interesse wäre, wie wurde das von der Mutter wahrgenommen? Also sie haben ja schon länger die Sprache gefunden und als Sprachrohr fungiert. Ich glaube, ich war
kein leichtes Kind, sondern ich war schon irgendwie brav. Also richtig schlimm war ich, glaube ich, nicht. Aber ich war widerspenstig und auf eine gewisse Form ein Widerhaken. Also meine historische Arbeit wurde heute erwähnt, das ist Instanzen der Ohnmacht und da geht es um die Reaktion jüdischer Funktionäre auf die Vernichtung. Als ich damit begann, war das ein absolutes Tabu. Das ist jetzt nicht übertrieben. Über die Wiener jüdischen Gemeindefunktionäre wurde immer nur gesagt, und das ist jetzt genauso was. Ich könnte ja erzählen, aber es ist besser, wenn wir nicht tun. Und ich habe beschlossen, na schauen Sie mal an, worum es geht. Und kam dabei drauf, ja, das waren auch Opfer, das stimmt ja so nicht. Ich habe dabei, muss ich sagen, nicht unvorbereitet neues Terrain. Es war neues Terrain, aber nicht unvorbereitet neues Terrain betreten. So wie oft in der Wissenschaft gab es natürlich Leute, die vorgearbeitet haben. Bei anderen Ghettos Vorarbeit geleistet haben oder im Theoretischen, Gandina zum Beispiel. Aber Wien war der Ort, wo Gershon Scholem und Hannah Arendt sich im Klaren waren, das war das Schlimmste und ob man jetzt Verständnis hatte gegenüber den jüdischen Funktionären oder nicht, Murmelstein hätte gehängt werden sollen. Ja? Da waren sich alle einig, das waren die Schlimmsten. Und als meine Mutter hörte, dass ich das als Thema wähle, es war wieder mal im Auto, dann sagte sie, jetzt macht er das. Oh Gott, jetzt macht er das. Und ich sagte ihr, na warte doch mal, du weißt ja noch nicht, was ich mache. Aber so ungefähr muss es nicht leicht gewesen sein mit mir eigentlich. Also so gesehen habe ich nicht, sie standen zu mir, aber ich habe viel gemacht, um das auf die Probe zu stellen. Letztlich auch das, was ich jetzt mache, nämlich Schriftsteller sein. Ich hätte ja Arzt sein sollen. Und das hat auch einen Grund gehabt, das muss man auch ganz offen sagen. Ich sollte Arzt werden, weil Ärzte wird man immer brauchen. Das war ganz klar. Mein Bruder ist Arzt geworden. Aber die Erfahrung war, wenn irgendwas passiert, weil ich habe mir noch gesagt, ich könnte vielleicht Rechtsanwalt sein. Und er hat gesagt, das geht nicht, weil wir wissen nicht, in welchem Land wir bleiben werden. Also so gesehen habe ich sie wirklich immer auf die Probe gestellt. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber es waren zwei bemerkenswerte Personen. Und wer sie kennengelernt hat, bestätigt das. Es waren wirklich zwei bemerkenswerte Personen. Mein Vater war ein Geschäftsmann, der es geschafft hat, jeden, den er auf den Tisch gezogen hat, glücklich dabei zu machen. Sie waren ihm dankbar dafür. Es war für mich unglaublich peinlich. Aber wenn ich mitgegangen bin und gesehen habe, wie er die Leute wirklich bis aufs Hemd ausgezogen hat und nachher hat ihnen die Hand drüber gereicht und gesagt, es ist ein Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen, dann lächelten sie ihn an und waren begeistert. Und meine Mutter, die ich als Erste gefragt habe, ob sie mitmacht bei diesem Stück, diesem Zeitzeugenprojekt, die letzten Zeugen, ich habe sie gefragt, weil ich wusste, wenn sie ja sagt, kann ich die anderen fragen. Sie war sozusagen die echte Probe. Und da gab es dann die Frage, wie es ist, als Opfer überlebt zu haben. Weil nach diesen Veranstaltungen gab es immer Diskussionen, die wir leiteten, damit die Leute, die von der Bühne gingen, also die Überlebenden, sollten sechs Überlebende sein, es waren dann nur fünf, weil Chaya Stoiker, eine Romney, das nicht erlebte. Und dann sagte, der eine sagte, wie schlimm es ist, Opfer zu sein. Und meine Mutter sagte, und das zeichnet ungefähr das Bild, wir waren keine Opfer. Meine Mutter und ich, wir waren Kämpferinnen. Wir kämpften fürs Überleben. Und die war immer sehr hart, sehr klar, sehr stark. Und ich glaube, das lohnt es sich darzustellen. Es ist ein Aspekt, den es sich lohnt darzustellen. Muss nochmal. Aber letztlich geht es nicht nur um diese eine Familie, sondern ich glaube, in anderen Familien, die ich jetzt sehe, die ich jetzt
ins Land kommen sehe mit deren Geschichten, die jetzt in die andere Richtung teilweise fliehen. Mein Vater floh von Rumänien über das Schwarze Meer nach Palästina und über das Mittelmeer. Ich glaube, dass die auch solche ähnlichen Erlebnisse in den Familien haben. Vielen Dank. Ich gucke noch einmal in die Runde. Ja. Vielen Dank, es war sehr interessant zuzuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte eine formelle Frage und zwar relativ wertfrei. Warum haben Sie sich entschieden, heute zu lesen und nicht frei zu sprechen? Weil, also ich spreche manchmal frei. Ich spreche manchmal frei. Und es ist aber trotzdem besser, konzentriert zu schreiben. Und ich glaube, dieser Text ist es wert, vorgelesen zu werden. Aber das freie Sprechen hat natürlich andere Vorteile. Das gebe ich zu. Es ist dann gut, wenn es im Moment sehr lebendig sein soll. Dann ziehe ich das vor. Ich kann wirklich sagen, um zurückzukommen zum Anfangssatz, ich verstummte nicht. Und ich versuche diesen Satz anscheinend manchmal über alle Maßen zu widerlegen. Ja, lieber Herr Doron Rabinowitsch, das ist Ihnen absolut gelungen. ich werte viele der Fragen des heutigen Abends als Fragen des großen Kompliments, der Neugierde, wie man das schafft. Und es war wirklich eine Freude, Sie hier bei Kunstbewusst haben zu dürfen, Ihnen lauschen zu dürfen. Ich bedanke mich, ich denke, im Namen aller dafür, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihren persönlichen Familiengeschichten, aber auch an Ihren Forschungen und wünsche mir, dass viele, viele neu hinzugezogene Flüchtlinge, was auch immer, da ihren Weg mitgehen und an Ihren Texten teilhaben können. Ihnen, liebes Publikum, möchte ich noch ans Herz legen, dass wir natürlich weitere Kunstbewusst-Termine haben, beispielsweise am 25.11., das ist ein Donnerstag im Wallraf-Richarts-Museum, wird Dr. Justus Lange aus Kassel kommen und über Giuseppe de Ribera sprechen. Dort geht es um die Erforschung der Anfänge Riberas in Rom. Und am 2. Dezember kommt Professor Dr. Dr. Andreas Tacke und wird über Künstlerausbildung ohne und mit Gendersternchen sprechen. Und dahinter verbirgt sich ein Vortrag anlässlich der aktuellen Ausstellung Entdeckt, Maltechniken von Martini bis Monet im Wallraf-Richarts-Museum. Also es geht um die Restaurierungserforschung. Ganz herzlichen Dank. Danke. Und Ihnen allen einen schönen Abend und Ihnen Ihr Applaus.